Ich fahre morgen nach fast 2 Monaten wieder nach Hause und ich fahre das allererste Mal mit einer Mitfahrgelegenheit und ja, wieso ich fahre, ja, GDL und so, ne, Leute. Ich hasse die so. Warum kann die Deutsche Bahn nicht einfach der GDL das geben, was sie will? Ich will doch nur nach Hause fahren. Und der Typ, der mich morgen nach Hause fahren soll, ist gerade erst mal 18 Jahre alt. Also nicht, dass ich jetzt Zweifel oder so habe. Aber falls ich morgen umkommen sollte, Mama, Papa, ich hab euch lieb. Und ja, ich zeig euch meinen Instant-Nudeln-Schrank. Oh fuck, das geht nicht mehr auf. Mann. Ach da. Schaut es euch an. Okay, das ist jetzt nicht Instant-Nudeln, sondern wie nennt man das? Fermented Dingsabums. Ja. Ist sowas wie Sauerkraut, kann man sagen. Ich weiß nicht. Vietnamesische Dingsabums. Aber schaut euch mal den Schrank hier an. Der Instant war. Schmeckt natürlich jetzt nicht so geil wie bei Mama, aber ja. Jetzt nochmal Instant Nudeln. Und diese Sorte. Diese Sorte. Und dann auch noch Udon-Nudeln. Also, keine Ahnung. Ich tue da manchmal noch Fleisch mit rein und. Ich sollte eigentlich jetzt nicht nur Koffer packen, sondern auch was für die Uni tun. Aber. Nee, erstmal essen. Erstmal essen, das ist wichtiger. Und Vlog drehen natürlich. Obviously. Oh, boah, ja. Und ich glaube, meine Mitbewohner denken, ich rede Selbstgespräche. Bevor ich aber rausgehe, ziehe ich mir jetzt noch eine lange Hose an, da es draußen ein bisschen kälter ist. Die Hose ist an und jetzt nur noch die Jacke und dann kann es auch schon losgehen. Ich habe meine Jacke nun an und werde jetzt den Müll hier wegbringen und dann auch direkt Essen kaufen gehen. Och, ich habe schon so Hunger. Stinkt das Zeug. Ja, Leute, Döner. Ich bin jetzt eigentlich wieder zu Hause und total fertig vom Fahrradfahren. Treppen laufen und so weiter und freue mich schon auf den Döner hier. Boah. Sehr geil. Schaut es euch an. Okay, es sieht jetzt nicht so geil aus, aber es wird geil schmecken, Leute. Oh ja. Also bei dem Dönerladen, wo ich hingehe, gibt es auch noch mit Karotten drin. Und ja. Karotten, hallo. Oh yeah. Döner kann man echt nicht sexy essen oder gut aussehend essen. Aber es ist geil. So Leute, ich bin mit dem Artikel fertig. Muss das jetzt nur noch abspeichern und der einen bei der Agentur zuschicken. Und dann bin ich, denke ich mal, fertig mit dem Artikel sprechen. Ja, ja, da. Hallöchen, Leute. Ich sitze jetzt gerade im Auto und die beiden anderen sind gerade Pipi machen. Und ja, wir sind fast zu Hause, nur noch eine Stunde von 6 Stunden oder so oder 7, keine Ahnung. Naja,
Ich melde mich später noch. Hallöchen, mein Lieben. Ich habe mich gestern nicht mehr gemeldet, aber ich bin jetzt wieder zu Hause und ja, ich freue mich schon voll aufs Essen von Mama und Papa. Und gleich gibt es Bunsio und es ist richtig geil. Seht ihr dann nachher. Aber ich will euch noch eben kurz den Artikel zeigen. Für Too For Fashion, der jetzt online gegangen ist. Und ja, zeige ich euch jetzt mal. Und das ist mein Artikel für Too For Fashion. Und ich verrate euch darin die fünf kurzen Plätze Offenburgs. Wie zum Beispiel Burger Marie, wo es richtig leckere Burger gibt. Dann das Essgut mit dem coolen Strandfeeling. Und Schöllmanns ist auch sehr cool. Schaut mal hier, what the fuck is Heimat? Ja, super coole Location. Und das Virtue Pretty, da könnt ihr leckere Smoothies trinken, Cupcakes. Und Haus Zauberflöte ist auch sehr cool. Hier ist das Café von Kaus Zauberflöte. Nee, Spaß. Hier ist das Café von Haus Zauberflöte. Und hier ist das Restaurant von Haus Zauberflöte und es ist wirklich schön darin. Und auf meinem Blog gibt es auch einen neuen Blog-Eintrag und ich erzähle euch da ein bisschen über die Too for Fashion Aktion. Und ihr könnt ab dem 1. Juni bis zum 8. Juni für die modischste Stadt Deutschlands wählen. Und die ist natürlich Offenburg, obviously. Und ja, der Gewinner würde dann einen 6 Monate Gastblogger-Vertrag mit Too For Fashion gewinnen. Und ja, macht das mal, Leute. Alles in der Infobox und so. In Offenburg gibt es kein Rewe, aber hier in meiner Heimat. Foodshopping jetzt. Also ich komme gerade vom Rewe wieder zurück und jetzt geht es ans Eingemachte. Denn ich muss Steuern noch machen. Also bis Ende Mai muss ich die Steuern von 2014 eingereicht haben. Aber ja, habe ich noch nicht gemacht. Und das mache ich jetzt. Kennt ihr das, wenn ihr euch etwas vorgenommen habt, etwas zu machen, wie zum Beispiel Steuern machen, und jetzt auf einmal anfangen wollt, Kuchen zu backen? Ja, ich bin echt gut in Prokrastinieren und so weiter. Also wir haben zu Hause eigentlich im Keller irgend so einen Messbecher. Aber ich bin zu faul, das zu suchen. Und deswegen mache ich auch immer alles Pi mal Daumen. Und ich hoffe, das sind jetzt 250 Gramm. Oh, backe, backe Kuchen. Rühre, rühre. So, jetzt kommt 360 Gramm Buttermilch. Oh ja, Pi mal Daumen, ne, Leute. Jetzt kommt der geile Part. Küchen. Komm schon. So sieht das fertige Endergebnis aus. Jetzt nur noch in den Ofen und dann fertig. Und mittlerweile sieht das Ganze so aus. Wird fertig. Okay, zugegeben. Das sieht nicht sehr geil aus mit den ganzen Löchern. Aber ich hoffe, es schmeckt. Also ich lasse es jetzt erstmal kühlen und kann es kaum aberwarten, es zu essen. Also bevor ich jemandem Kuchen anbiete, probiere ich den erstmal aus. Und wenn er nicht schmeckt, dann muss ich den halt wirklich alleine essen. Aber ja, schauen wir mal. Genau deswegen sollte man Backpapier benutzen und nicht Pausenbrotpapier. Genau deswegen, Leute. So sieht mein Kuchen aus. Wunderschön. Kann ich direkt servieren, Leute. Es ist okay. Ich habe aber zum Glück auch noch Leute gefunden, die meinen Kuchen essen. Und
Also super. Und nicht vergessen, kein Pausenbrotpapier zum Backen benutzen. Immer Backpapier, immer. Aber nein. Er sollte nicht Flores werden, oder? Meine Mutter hat mir gerade erzählt, dass mein Opa ihr diese Kakteen geschenkt hat aus Vietnam. Und diese Kakteen sollen angeblich gegen Herzprobleme helfen. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ja. Heute findet bei uns ein Flohmarkt statt. Ein Trödelmarkt, genau zu sein. Ich habe jetzt gerade 2 Bilderrahmen gekauft für 1 Euro nur. Und wir haben noch Chili gekauft. Eine Tüte 2 Euro vergünstigt. Mein Papa kauft mir das jetzt. Mein Vater wollte mir gerade diesen einen nervigen Ball wirklich kaufen. Der hat dem Verkäufer schon die 5 Euro gegeben und ich schon so, was? Das war doch nur ein Spaß, Papa. Ich will dieses Scheißball gar nicht haben. Und ja, ich habe dann dem das Geld sozusagen aus der Hand genommen und ihm den Ball zurückgegeben. Aber ja, voll süß, dass er den Ball kaufen wollte, den Ultraneffen. Aber jetzt gehen wir gerade in unseren alten Schrebergarten und mal schauen, wie der jetzt aussieht. Und ich zeige euch jetzt mal. Das ist unser Garten eigentlich gewesen, aber da ist jetzt ein neues Haus und da steht jemand. Ich kann mich noch daran erinnern, als mein Vater mir hier auf dieser Straße Fahrradfahren beigebracht hat. Und ich bin am Ende gegen diesen Kassen da oder dieses Schild da gefahren. Und mein Vater hat versucht, mich noch aufzuhalten mit der Kapuze und die Kapuze ist dann abgefallen. Aber ja. Und dagegen bin ich gefahren. Ja, Papa, danke fürs Halten. Oh yeah. Ja, das ist unser Schrebergarten. Hauptsächlich um Gemüse anzupflanzen. Was ist das? Cải cúc. Cải cúc tiếng Đức là gì? Camilla, oder? Nee. Bitte in die Kamera sagen, was das ist, was ich vorhin als Camille bezeichnet habe. Speisechrysantheme. Bei uns haben wir auch einen Kirschbaum. Und mein Vater hat den Kirschbaum wie so ein Bonsai geschnitten. Aber ja. Hier unser Bonsai aka Kirschbaum. Koriander. Was wird da sein? Koriander, Pflanzen. Koriander. Ja, Koriander, Pflanzen. Ist lecker, lecker? Lecker, lecker. Lecker, lecker? Ja, lecker, lecker. Jetzt noch ganz schnell gebratene Nudeln, gebratenen Reis natürlich. Reis, Reis. So Leute, ich beende diesen Vlog jetzt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt nicht allzu sehr Langeweile gehabt. Okay, ja doch, müsstet ihr eigentlich haben. Denn ihr schaut ja meinen Vlog an, was langweilig ist. Weil mein Leben auch super langweilig gerade ist und ja. Also ich verabschiede mich jetzt und man sieht sich vielleicht irgendwann wieder. Und bye bye. Bye bye.